Luftbombardements. Hoffentlich haben sie keine Anti-Air-Irgendwas-Einheiten dabei. Okay, wir haben auf jeden Fall ganz wenig Einheiten, die genügend Reichweite haben, um dort überhaupt kämpfen zu können. Naja, was soll's. Gut, hier werden wir vor Ort gerade etwas massakriert. Hier sieht's ganz gut aus mit unserem Vormarsch. Ja, wir können uns ja mal die Verluststatistiken ansehen bei den Sowjets. Sie haben 94 Kills und 430 Tote. Das finde ich wunderbar. Und wir haben auch viel höhere Produktionskapazitäten. Das heißt, sie können uns eigentlich auch nicht dadurch irgendwie vernichten. Übrigens, die zusätzliche Forschung, die wir vor Ewigkeiten mal angefangen haben, ist noch immer nicht fertig gebaut. Die baut sich, glaube ich, immer noch hier auf. Ja, wir sehen es. Und das hat angefangen, 36 zu bauen. Also solche Forschungszentren brauchen 3 Jahre zu bauen. Was ganz gut ist, damit es so ein Land wie China nicht sofort die Riesenforschungsmacht werden kann. Aber vielleicht doch ein bisschen übertrieben lange. Ihr vernichtet mal bitte endlich diese dumme Artillerie hier. Sehr schön. So, hier drüben ist jetzt schon langsam sowas wie eine sowjetische Gegenoffensive vorhanden, wie es aussieht. Aber unsere Unterstützung ist ja am Ankommen. Wie sieht es denn vom Wasser her aus? Können wir doch die gesamte Sowjetunion im Wasser angreifen? Okay, wir kommen hier mal hier bis fast nach Ulaanbaatar, aber die Flüsse hier sind alle kaum erreichbar. Da müssten wir die Sowjetunion umschiffen und das wird sich sicher vom Supply der Schiffe her bei weitem nicht ausgehen. Schade. In dem Gebiet hier schon Flughäfen, weil es könnten wir die Luftunterstützung inzwischen wirklich deutlich besser da drüben gebrauchen. Ich hoffe, die werden jetzt nicht alle versuchen, im Direktflug hierher zu kommen, sonst werden sie nämlich alle sterben. Ja, genau das probieren sie. Okay, hoffentlich drehen sie zumindest rechtzeitig um und fliegen das Ganze stückweise. Und das Spiel wird übrigens schon wieder ziemlich langsam, leider. Hier könnten wir mal ein bisschen Unterstützung bei dem Angriff auf die Artilleriestellung hier brauchen. Leider müssen die immer erst die Garnisonen killen. Aus irgendeinem nicht ganz verständlichen Grund. Und Novosibirsk ist jetzt inzwischen eine sowjetische Hochburg, kann man fast sagen. Und ihr Gegenangriff hat jetzt ernsthaft endgültig begonnen. Hier unten sind wir in fast supplylosem, extrem unwichtigem Gebiet mit großen Armeeeinheiten vertreten. Da würde ich mal sagen, das ändern wir bitte. Ihr könntet alle mal darauf gehen. So, die Schlacht um Novosibirsk hat begonnen und sie sieht so aus, dass unsere Truppen durchgehend hin und her fahren und dabei abgeschossen werden. Das ist jetzt nicht wirklich so die Vorgehensweise, die ich mir wünschen würde. Dann ziehen wir uns hier mal ein bisschen zurück. Und ja, schickt einen einzelnen Panzer rein. Das wird ganz sicher extrem gut funktionieren. Ganz klar. Okay. Egal, bombardiert einfach mal hier die Artillerie. Oh, da ist noch jede Menge mehr Artillerie. Auch die werden wir bald hoffentlich bombardieren. So, das funktioniert immerhin ganz gut, Artillerie von der Luft aus zu zerstören, solange diese eben keine Anti-Air-Begleitschutzeinheiten hat. Dann könnten wir hier mal bei Novosibirsk ein bisschen unsere Leute unterstützen aus der Luft aus. Oh, die werden alle vorher schon abgefangen hier am Boden. Na gut.
Wenn wir die Eisenbahnlinie irgendwo kappen könnten, dann wäre das sehr, sehr nützlich. Um hier mal etwas weniger Einheiten zu verlieren. Nein, der Angriff auf Novosibirsk, der scheitert irgendwie. Kommt mir vor, mit jeder Sekunde mehr. Ihr geht mal alle hier zurück wieder. Und wir warten hier. Wir warten hier. Okay, wir warten anscheinend nicht hier. Ja gut, dann greifen wir eben Novosibirsk an. Aber wenn wir schon angreifen, dann bitte auch mal massiv. Die letzte Garnison ist jetzt jeden Moment immerhin mal tot. Dann sollten die anderen Einheiten erst auch mal Schaden bekommen. Vor allem allerdings unsere Einheiten. Ich bin echt zu mies, um hier irgendeinen erfolgreichen Angriff zu führen. Ja, Rückzug. Also Novosibirsk wird sehr, 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 sehr schwer einzunehmen. Schauen wir mal, ob wir mit erneuter Luftunterstützung irgendwas ausrichten können. Nein, offensichtlich haben sie auch genügend Luftverteidigung, um uns damit niederraufen zu können. Und wir werden dann mal hier, würde ich sagen, vor Ort ein bisschen Produktionskapazität aufbauen. Damit wir hier eben auch mal Einheiten zur Verfügung haben, vielleicht. Wäre durchaus sehr nützlich. Gut, nachdem ein Angriff auf Novosibirsk, ja genau, das wollte ich gerade tun, von der anderen Seite aus Novosibirsk angreifen. Vielleicht hilft das mal, um die Stadt endlich zu nehmen, weil die hat uns jetzt schon genügend Verluste eingebracht. So, und massiven Angriff von zwei Seiten. Alle Landeinheiten in der gesamten Umgebung auf Novosibirsk. Alle Lufteinheiten in der gesamten Umgebung auf Novosibirsk und dann sollte die Stadt jetzt endlich fallen. Unsere Verluste hier sind noch immer extrem massiv, leider. So, jetzt ist es aber vorbei mit der sowjetischen Herrschaft hier und das hat uns jetzt gerade echt, echt, echt Verluste eingebracht. Ja, wir sehen es, 187, das war vorher bei 20 oder so, 150 Einheiten an einer Stadt mal verloren. Andererseits haben sie ja schon 720 Einheiten selbst verloren, demnach ist das jetzt nicht so tragisch. Und wir sind jetzt hier in Gebiet, in dem es schon fast dauerhaft Supply gibt. Hier gibt es ein, zwei Mal noch ein bisschen Probleme vielleicht, aber ansonsten sollten wir schon recht gut durchkommen bis Moskau jetzt vom Supply her. Die schwierigen Stellen hier sind schon irgendwie recht einfach überwunden. Gut, hier drüben. Okay. Sie versuchen hier mit massiver Artillerie irgendwie was auszurichten, wird aber nicht wirklich gelingen. Gut, man hört vermutlich meinen Computer schon im Hintergrund rauschen. Der ist jetzt auch schon halb überfordert damit, wie viele Einheiten eben schon auf dem Schlachtfeld sind. Aber ich will jetzt nicht deswegen aufhören, Einheiten zu bauen, weil das wäre irgendwie auch doof. Immerhin haben wir jetzt mal jede Versorgung ihrerseits, also jede Möglichkeit für sie, dass sie hier noch mehr Einheiten hinschicken, eigentlich effektiv negiert. Demnach wird jetzt unsere einzige Front wirklich eigentlich gegen sie hier verlaufen. Und hier unten, das kann man jetzt auch kaum als Front bezeichnen. Das sind 5 Einheiten von uns, die sich immer wieder mal kleine Gefechte mit 5 Einheiten von ihnen liefern. Was wollte der eigentlich hier in dem Gebiet die ganze Zeit? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Von dort aus könntet ihr doch mal irgendwo anders sicher sinnvoller was unternehmen. Beispielsweise indem ihr Omsk mal erobert. Ja, schön unsere Prioritäten setzen, bitte. Wir könnten hier allgemein mal probieren, einfach Omsk zu nehmen und so
uns etwas schneller vielleicht durch menschliches Eingreifen jetzt in Richtung Moskau zu bewegen, damit das eben nicht ewig dauert. So, dann rückt mal vor auf Omsk. Das ist sicher wieder extrem stark verteidigt. Naja, eigentlich gar nicht so schlimm. Das kann unser massiver Angriff hier schon relativ schnell erobern, hoffentlich. Dann geht es hier weiter in das Dingens und dann hierhin und ja, dann eben hier einfach durch. Hier gibt es dann eh immer genügend Städte zu erobern, damit wir gut vorankommen. Können wir gerne machen, ja. Wird also doch noch, auf jeden Fall trotzdem noch eine lange Weile dauern, bis wir hier in Moskau mal stehen. Und wir verlieren hier schon wieder Einheiten aus irgendeinem Grund, weil die meistens zu wenig Supply haben, um sich zurückzuziehen, nehme ich mal an. Ja, das ist das Problem, das man als Angreifer leider relativ oft hat, aber Omsk gehört jetzt auch uns. Dann wird es hier in der Gegend auch bald genügend Supply geben. Und nachdem jetzt unsere Einheiten noch hier konzentriert sind, werden die auch jetzt hier in dem Gebiet mal massiv zu erobern beginnen. Die ganze Infanterie kommt auch langsam nachmarschiert. Und hier in dem Gebiet ist für meinen Geschmack viel zu viel von unserer Armee konzentriert. Bitte alles verlegen und zwar nach hier irgendwo. Nach Omsk eben zum Beispiel. Hoffentlich versuchen die es nicht. Nein, sie versuchen immerhin nicht, jetzt hier durchzufahren. Das wäre richtig blöd. Ja, das Gebiet ist sowieso so gut wie gesichert. Da gibt es kaum noch irgendwo sowjetische Widerstandsnester. Hier könnten sie noch. Sie könnten Landproduktion aufbauen und dann von hier aus angreifen. Aber mal ganz ehrlich, das wird nicht passieren. So gut ist die KI dann auch nicht, dass die hier so, naja, hinterhältig hier genau baut. Gibt es eigentlich eine nördliche Umfahrung? Gäbe es, aber auf der gibt es auch nirgends Supply. Demnach kein Problem. Ich habe keine Ahnung, was ihr da unten in Kasachstan ausrichten wollt. Mir wäre es viel lieber, ihr würdet von Omsk aus weiter vorrücken, zum Beispiel schon mal auf das Dorf da. Namens Petropavl. Omsk ist eine größere Stadt, oder? Ja, 430.000 Leute, ist schon relativ groß. Vor allem für eine sibirische Stadt. Und jetzt verstehe ich auch, warum ihr nicht auf die nächste Stadt vorrückt. Hier gibt es keinen Supply. Ich nehme alles zurück und ziehe euch zurück. Gut, hier irgendeinen Spion, einen britischen, um genau zu sein, gecaptured. Sehr schön. Formosa liefert uns Geld. Warum machen wir das gleiche nicht mit China? Naja. China kann uns auf jeden Fall sicher gerne wieder mal sehr viel Geld liefern. Auf einen Schlag eben. Gut, China hat angenommen, weil sie auch gar nicht anders können. Und wir haben 4 Milliarden Dollar bekommen. Gibt es in der Gegend hier jetzt schon Supply? Noch nicht genügend. Warten wir noch. Und das ist sehr uneffektiv, hier in die Tundra raufgehen zu wollen. Immerhin kommt jetzt mal ganz viel Verstärkung langsam an. Und hier unten, ja, ich glaube, wir verlieren hier zwar minimal an Gebiet, nur ist es mir ganz egal, weil hier sowieso nichts ist, was wir wirklich brauchen könnten. Sowjetische Ölfelder oder sowas Nützliches ist sowieso, glaube ich, nicht in diesem Gebiet hier wirklich vorhanden. Gut, hier kommt wieder mal ein Gegenangriff, allerdings kein sehr mächtiger. Trotzdem werden wir dem mal aus Omsk einige Artillerieeinheiten zur Verfügung stellen und alle dummen Einheiten hier in der gesamten Umgebung, die irgendwo schon wieder, wobei im Süden geht's, aber hier im Norden bitte. Das ist ja wirklich dumm. Und hier beispielsweise brauchen wir auch keine einzige Einheit entlang der Front. Die paar Dörflein können uns echt egal sein. So. Das nächste Dorf haben wir. Petropavl.
Die Einheiten hier werden auch sehr schön vernichtet. Und wo genau haben wir unsere Produktionskapazität jetzt aufzubauen begonnen? Ich hoffe mal nicht im Gebiet, das erobert wurde. Egal, das finden wir schon wieder. Okay. Hier sind diese... Ah, da ist es. Bin einfach nur zu blind. So, wie weit seid ihr mit dem Bauen? Okay, das wird noch etwas länger dauern. Sehr, sehr, sehr viel länger. Bis das alles fertig ist. Aber gut. Hier werden schön sowjetische Einheiten weiter vernichtet, wenn es auch nur Garnisonen sind. Und bitte die ganze Nordarmee nicht zu weit in den Norden, sondern eher hier im Süden mithelfen. Gut, wenn ihr das Dorf schon unbedingt nehmen wollt, dann nehmt es eben. Ja, Luftunterstützung haben wir jetzt in der Gegend hoffentlich mal genügend. Allerdings haben wir keinen Flughafen hier irgendwo in der näheren Umgebung. Na gut, dann kann die sowieso gerade nicht sehr unterstützen, die Luftunterstützung. Aber, naja, also fast die Hälfte der Strecke nach Moskau ist ja eigentlich schon geschafft. So extrem lange dauert es nicht. Dann werden die USA vielleicht wirklich auch noch möglich sein. Also eben, die zu erobern wird möglich sein. So, jetzt gibt es hier zwei Wege, auf denen wir vorstoßen könnten. Und ich würde sagen, nachdem wir so massive Überlegenheit gegenüber den Sowjets haben, werden wir uns nicht für einen entscheiden, sondern einfach auf beiden Routen vorstoßen. Insofern annähernd genügend Supply vorhanden ist, was natürlich nicht der Fall ist. Die nördliche Route erscheint aber da einiges einfacher. Da sind wir gleich in der nächsten Stadt. Aber im Süden ja auch. Da kommt schon das bisschen... Nee, okay. Ah, hier ist auch wieder mal eine sowjetische Gegenoffensive geplant, nachdem wir wieder das macht. Ich weiß nicht, ob das jetzt beabsichtigt ist von der KI, aber vielleicht sogar wirklich, dass die genau immer dann angreifen, wenn meine Einheiten keinen Supply haben, sodass sie meine Einheiten vernichten können. Das ist sehr, sehr schlau von der KI eigentlich.